Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist seit dem 24.03. eine neue Schatzlade in Neverwinter zu erhalten, und zwar die Schatzlade der dunklen Omen. Und die wollen wir uns heute einmal anschauen und gucken, ob wir etwas Schönes drinne haben, denn es gibt etwas sehr, sehr Schönes da drinne. Ich habe 21 Schlüssel, dementsprechend können wir 21 dieser Schatzladen aufmachen. Doch zuerst einmal, seht euch dieses Reittier an. Seht euch dieses Reittier an. Seht es euch an und sagt mir, dass ihr es nicht haben wollt. Also mal ganz ehrlich, ihr lügt. Also, guckt euch das, wie geil ist das bitte. Einfach schon optisch. Auch die legendäre Variante, nicht ganz so episch, aber auch sehr, sehr episch. Mit diesem leuchtenden, riesigen, bösen Horn. Es ist ein Einhorn, welches von Sastam korrumpiert wurde. Mit nekromantischer Magie, sieht man ein bisschen. Und ist dann aber durch die tajanischen Reihen durchgebrochen, hat ganz, ganz viele Tajaner niedergemetzelt und ist dann zu uns, oder hoffentlich kommt es dann zu uns, um an unserer Seite zu kämpfen gegen all jene, die sich Sastam und ihm seinen Angehörigen anschließen wollen. Das kann auf jeden Fall drin sein. Ansonsten, vom optischen abgesehen, ist das jetzt nicht so der Knüller. Macht Lebenspunkte-Bonus, ist für Tanks sicherlich ganz gut. Und es gibt hier einen als Kampfkraft einen Wirbel der Verzweiflung. Das ist ein dunkler Vortex, ein Wirbel, der die Gegner immer wieder in die Mitte zieht, ein bisschen Schaden anrichtet. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube, dass gerade AOE-Schaden in den meisten End-Dungeons momentan noch nicht so wichtig ist und da bestimmt auch andere Charaktere das besser hinbekommen. Also ich erwarte nicht, dass das jetzt einen besten Slot und unbedingt Must-Have sein wird. Das Legendäre macht genau das gleiche, auch Lebenspunkte unter den gleichen Effekt, heißt aber dunkler Wirbel, das heißt, es sind zwei verschiedene, dementsprechend können zwei Charaktere auch zwei Wirbel übereinander legen. Ich glaube, das würde sonst trotzdem gehen, auch wenn es der gleiche Effekt ist, aber naja, egal. Was ist noch drin? Und zwar eine Gefährtin, die hingegen ist auch von den Effekten ziemlich cool. Also die sieht auch sehr gut aus, wie ich finde. Haben sie wieder sehr, sehr schön designt mit den Drachenzähnen hier überall. Und sie kann als Effekt, als Angriffskraft, dass sie euch 4,5% extra Schaden gegen drachenartige Geschöpfe gibt. Also nicht nur die großen Drachen, sondern alles, was irgendwie nach einem Drachen aussieht, ist entsprechend davon betroffen, dass ihr mehr Schaden macht. Ich habe gehört, dass es momentan einen Bug geben soll, dass es fast das Doppelte oder sogar mehr als das Doppelte sein soll, was es gibt. Ich glaube, dass das sehr bald behoben wird und wieder nur auf die entsprechenden Prozente hier angepasst wird. Aber das lohnt sich, gerade weil wir ja momentan im Drachenknochental sehr viel gegen Drachen kämpfen müssen und Drachenartige. Und ich vermute, dass sie in Zukunft auch noch ein paar weitere Drachen uns entgegenwerfen werden. Sie wollten ja die Drachen ein bisschen mächtiger darstellen, so wie sie in Dungeons & Dragons ja eigentlich sind. Weswegen ich, wie gesagt, erwarte, dass wir diese 4,5% extra Schaden sehr gut gebrauchen können werden. Dann ist sie auch noch von den Werten her, kann man mal gucken, sie ist macht Range-Charakter, macht entsprechend mit ihrer Armbrust und Krähenfüße auch Single- und AOE-Schaden. Und muss man mal schauen, ob das entsprechend gut ankommt. Gut ankommen könnte auf jeden Fall der Rüstungsbruch. Immer wenn ihr einen Gegner trefft, habt ihr eine Chance, die Verteidigung des Gegners zu reduzieren. Und das ist natürlich in der Kombination sehr schön. Zum einen wird die Rüstung die Verteidigung jedes Gegners reduziert. Und wenn es dann noch ein Drachenartiger ist, macht ihr auch nochmal extra Schaden. Das klingt wirklich fantastisch. Ob sie jetzt als Offensiv wirklich super gut, das muss man schauen. Da gibt's, dafür ist sie noch zu neu und man konnte sie auch nicht auf dem Preview-Server testen. Ansonsten gibt es die üblichen verdächtigen Dinge. Insignien, Veredelungsgegenstände, Tabelloge, Handelsbarren bis zu 1000 Stück und dann der übliche andere Kram, Aufwertungsmarken etc. pp. Leider ist es noch keine Schatzlade, die nach dem Noxbox-System funktioniert. Das ist ja angedacht, dass es in diese Richtung geht. Das heißt, dass ihr bei einer bestimmten Öffnungsanzahl auch definitiv etwas Tolles bekommt. Wir gucken einfach mal dementsprechend, ob ich mit meinen 21 Schlüsseln ein bisschen Glück habe. Ich werde mir auf jeden Fall eines dieser beiden Einhörner in absehbarer Zeit holen. Drückt mir auf jeden Fall Pfoten, Flossen, Daumen und etc., dass ich Glück habe. Ich meine, natürlich, Insignien, Pulver und Tabelloge Handelsbarren kann man immer gut gebrauchen. Und auch Gefährten-Aufwertungsmarken habe ich in letzter Zeit ein paar verbraucht.
sodass ich da wieder noch einige gebrauchen kann. 100 Handelsbarren, das nimmt man gerne. Bei den Insignien direkt nehme ich natürlich auch gerne. Es sind ja im Prinzip auch nur Insignienpulver. Also, ne, das ist jetzt nicht so der Unterschied. Ja, sowas wie die Gutscheine sind gerade ganz gut. Es läuft hier momentan das Event Gildenmale, doppelte Gildenmale. Das heißt, alles, was ihr nicht direkt braucht und in die Gildenfestung packen könnt, wie zum Beispiel solche Gutscheine, sind dann für die jetzige Zeit gedacht. Wenn dann jetzt, gibt sie jetzt in die Gildenfestung oder hebt sie auf, bis das nächste Event dieser Art kommt. Noch 6 Schlüssel. Noch 5 Schlüssel. Noch 4. 3. Na, oh, das sieht nicht danach aus, als hätte ich Glück. 9. Oh mein Gott. Und letzter Versuch. Schade, schade, schade. Kein Einhorn fürs Kaninchen. Schade, schade, schade. Aber ich möchte auf jeden Fall mal gucken, und auch keine Gefährtin, was die momentan auf dem Markt kosten. Wir gucken uns das mal an. Wie wurden die geschrieben? Müssen wir ganz kurz gucken. Omen der Verzweiflung. Ich gebe einfach Omen ein. Und jetzt schon. Jetzt schon. Es ist jetzt gerade der 25. Das heißt, die Schatzlade ist einen Tag draußen und der Preis ist jetzt schon auf 4 Millionen gesunken. Gerade weil die Kampfkraft natürlich nicht so der Knüller ist, wird der Preis, glaube ich, schon ein bisschen stärker sinken als zum Beispiel beim Pegasus. Aber ich glaube, wenn ich da noch ein bisschen warte, dann ist das hier, das pendelt sich auf jeden Fall irgendwo um die 3 Millionen, wird sich das einpendeln. Vielleicht sogar ein bisschen niedriger. Einfach mal gucken. Und dann haben wir noch das schwarze Einhorn. Das ist jetzt schon auf 566.000. Also das wird auch noch weiter droppen. Da würde ich jetzt, wenn ihr jetzt kein Glück habt, wie ich gerade, dann wartet eine Woche, 2 Wochen, dann werden die Preise auf jeden Fall deutlich noch weiter sinken. Und dann gucken wir uns mal die Drachenjägerin an. Die kostet jetzt, na, wenn man das anguckt, dass das legendäre Reittier 600.000 und die epische Gefährtin 400.000, dann wisst ihr, dass die schon, die ist beliebter, aber auch da wird der Preis entsprechend noch sinken. Also falls ihr auch da momentan Pech hattet, wartet noch ein bisschen, macht jeden Tag den Schlüssel, nutzt jeden Tag den Schlüssel und ansonsten kauft sie euch in einer Woche oder so, dann ist der Preis besser. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr ein bisschen Glück hattet und etwas bekommen habt. Ich weiß, Sebastian, du hattest schon Glück, du hattest ja das im Discord schon gepostet. Sehr cool. Und falls ihr anderen auch Glück hattet, freue ich mich für euch. Falls ihr nicht Glück hattet, ihr seht, mir geht's genauso. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.